bewusst. Ich will versuchen, in der Tradition von Johannes Rau, der dies in den 1980er Jahren angestoßen hat, komplementär zum Bund einen eigenen, wenn auch bescheidenen Beitrag zu einer nachhaltigen weltweiten Entwicklung zu leisten. Wir wissen dabei, die Evangelische Landeskirche von Westfalen, die in vielfältiger Weise entwicklungspolitisch engagiert ist, als verlässlichen Partner an unserer Seite. Meine Damen und Herren, das Thema Nahrungsmittelknappheit oder treffender ausgedrückt der Kampf gegen den Hunger begleitet die Entwicklungspolitik seit Jahrzehnten als eine konstante Herausforderung. Man kann trefflich darüber streiten, ob es auf diesem Feld in den letzten Jahren Fortschritte gegeben hat oder nicht. Unbestreitbar ist, die Nahrungsmittelproduktion ist weltweit gestiegen und der relative Anteil der Weltbevölkerung, der unter Hunger leidet, ist zurückgegangen. Darin kann man zunächst mit Recht einen Fortschritt sehen. Aber die absolute Zahl, meine Damen und Herren, die absolute Zahl der Hungernden ist aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung angestiegen. Auf 925 Millionen Menschen, so die neuen Zahlen der FAO. Und 70% davon sind übrigens Frauen. Die Halbierung der Zahl der Hungernden bis 2015, ein zentrales Anliegen der Millenniums-Entwicklungsziele, wird mit aller Wahrscheinlichkeit verfehlt. Während in Asien Fortschritte zu verzeichnen sind, nimmt vor allem in Afrika die Zahl der Hungernden weiter zu. Auch in reichen Staaten mit einer hohen Disparität von Arm und Reich, wie den USA, wird das Thema Hunger wieder drängender auf der politischen Tagesordnung. Hunger und mangelnde Ernährungssicherheit können aber nicht isoliert gesehen werden. Sie sind verknüpft mit einer Vielzahl ökologischer und wirtschaftlicher Phänomene. Und es gibt globale Entwicklungen, die leider eine weitere Zuspitzung der Problematik befürchten lassen. Dazu gehören das Bevölkerungswachstum, der Klimawandel, die Verknappung fruchtbarer Böden, die Zweckentfremdung von Nahrungsmitteln als Viehfutter oder zur Treibstoffproduktion, die globale Finanzkrise, die Spekulation mit Nahrungsmitteln, die Verschwendung von Nahrungsmitteln in den Überflussgesellschaften des Nordens, wo fast die Hälfte unserer Lebensmittel, das sagen seriöse Schätzungen, in den Müll wandert. Ich kann diese Themen selbstverständlich hier in meinem Hauswort und will ich auch nicht vertiefen. Aber es ist nicht zu leugnen, meine Damen und Herren, dass die Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Hunger und Armut in den letzten Jahren nicht besser geworden sind. Umso wichtiger ist es, dass es Organisationen wie Brot für die Welt gibt, die mit einer aus christlichen Werten gespeisten moralischen Autorität als Sachwalter der Interessen der Hungernden, Armen und Schwachen auftreten und nicht nur helfen, sondern auch das öffentliche Bewusstsein immer wieder aufrütteln. Denn Resignation kann keine Antwort auf die prekäre globale Ernährungssituation sein. Eine aktuell ganz besondere Herausforderung ist das Landkrebsen, ein Phänomen, unter dem nicht nur wirtschaftlich expandierende Staaten wie China, Südkorea und die Golfstaaten stehen, sondern auch europäische und amerikanische Nahrungsmittelkonzerne und Fonds. Ich finde es gut, dass Sie dieses Thema in den Mittelpunkt Ihrer diesjährigen Aktion stellen. Sie werden damit viele wichtige Debatten anstoßen und sich nicht nur Freunde machen. Mit Brot für die Welt teile ich viele Positionen, dass die einheimische Bevölkerung in den Entwicklungsländern Zugang zu Land, Saatgut und Wasser braucht, dass Kleinbauern ein Recht auf faire Entlohnung und Bildung haben,
dass wir keine Exportsubventionen für Agrarprodukte gewähren dürfen, mit denen die einheimische Nahrungsmittelproduktion zerstört wird. Dass wir keine Agrartreibstoffe zulasten der Nahrungsmittelproduktion produzieren dürfen und dass wir unseren eigenen, sehr ressourcenintensiven Lebensstil auf den Prüfstand stellen müssen, um einen Kontrapunkt gegen die ungleiche Verteilung der Güter auf dieser Erde zu setzen und Perspektiven für eine nachhaltige globale Entwicklung zu eröffnen. Als Landesregierung drehen wir nur ein kleines Rad in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Aber wir wollen dafür Sorge tragen, dass wir die richtigen Impulse setzen. Zu unserem entwicklungspolitischen Ansatz gehört deshalb die beispielgebende Förderung von Auslandsprojekten im Sinne der Millennium-Entwicklungsziele und die Nutzung von Synergien durch Zusammenarbeit mit kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Entwicklungsorganisationen sowie der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. Und weil es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und dem Hunger in der Welt gibt, wollen wir die entwicklungspolitische Information und Bildungsarbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Kommunen unterstützen. Außerdem den fairen Handel fördern und die faire Beschaffung bei den Behörden der Landesregierung einführen. Ich glaube, dass Brot für die Welt und die Landesregierung entwicklungspolitisch am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Sie, liebe Frau Kühlkuch-Weitze und Ihre Mitarbeiter, leisten einen beharrlichen und strategisch klugen Kampf für globale Gerechtigkeit und elementare Menschenrechte gegen Hunger und Armut. Brot für die Welt tut dies seit 52 Jahren. Sie haben im Laufe der Jahre nicht nur insgesamt fast 4 Milliarden Euro eingesammelt und damit viele sinn- und wirkungsvolle Projekte weltweit initiiert und finanziert, sondern auch in den Köpfen in Deutschland viel bewegt. Ich wünsche auf der 53. Aktion Brot für die Welt unter dem Motto Land zum Leben, Grund zur Hoffnung einen guten Start und viel Erfolg.